Also hallo, schön, dass du da bist. Hallo. Stell dich doch erstmal vor. Okay, ja. Also ich bin Anastasia, ich bin 18 Jahre alt und ich komme aus der Ukraine. Ja. Was machst du hier in Brüssel? Also wir sind ja zusammen hergekommen, aber für wen bist du da? Ja, also ich bin eine Vorsteller von der ukrainischen Gruppe, die jetzt in Bayern ist. Und wir stellen unser Projekt vor. Und dieses Projekt ist eigentlich für die ukrainische Jugendliche und ukrainische Kinder geeignet ist. Und dieses Projekt ist wie ein Safe Space, wo die ukrainische Jugendliche und Kinder diese Atmosphäre von der Ukraine und von zu Hause fühlen können und natürlich auch die neuen Fähigkeiten nehmen können. Und ja, das ist kurz zu sagen. Mich würde interessieren, was ist dir so unglaublich wichtig an dem, was du machst? Also wieso brennst du so dafür? Ja, also eigentlich, dieser Projekt ist nicht einfach Spaß zu haben oder Spaß zu machen. Das ist eigentlich eine sehr, sehr große psychologische Hilfe. Und wenn wir für unser Projekt vorbereitet haben, haben wir auch einige Kinder und Jugendliche gefragt, also ob sie ein Feedback geben können, also was ist diese Drusi, das ist unser Projekt, für euch ist. Und sehr, sehr viele haben gesagt, dass eigentlich dieses Projekt hat sie wieder zum Leben gebracht. Und das ist das Wichtigste, dass wir haben dieser große Schritt gemacht in dieser psychologischen Hilfe, in diese schwierige Situation für alle ukrainischen Leute. Wie würdest du sagen, wie kann gerade Flüchtlingen aus der Ukraine hier in Deutschland am besten geholfen werden? Okay, also ich würde sagen, die Integration ist das wichtigste Punkt, weil also viele Jugendliche also gehen lieber zu unserem Projekt, wo nur die ukrainischen Leute sind. Und also manche sind zu ängstlich vor gehen zu deutschsprachigen Vereine oder Gemeinschaften und so weiter. Und deshalb denke ich, dass vielleicht wäre es sehr, sehr schön, wenn diese Integration schneller wird und die deutschen Jugendlichen und Kinder, so wie sie jetzt das machen, aber vielleicht noch mehr, diese Integration fördern und ja, einfach so, wie sie das machen. Ich hätte jetzt noch eine Frage an dich. Ja. Wie wichtig findest du so einen Ausflug, wie wir jetzt hier machen? Also wie wichtig findest du das für andere Jugendliche oder für dich selber? Total wichtig. Und ehrlich gesagt, das ist zum ersten Mal in meinem Leben bin ich in so eine Gemeinschaft und auf so eine Veranstaltung. Ja, und ich denke, dass das ist ganz wichtig, wenn du ein Projekt hast, ein Problem und vielleicht einen Lösungsvorschlag oder sogar irgendwelche Ergebnisse und du teilst das mit anderen Jungen, mit anderen Problemen und sie verstehen, welche Probleme haben wir heute in unserer Gemeinschaft, in unserem Alltag. Und vielleicht, das kann auch helfen, eine andere Sicht aus anderer Perspektive zu bekommen. Und das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig, diese Probleme laut zu sprechen und mit anderen Leuten zu teilen. Ja. Vielen Dank. Dankeschön. Okay. Danke. Hast du super gemacht.